Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute würde ich euch gerne die bayerische Stadt Würzburg präsentieren. Diese liegt in Oberfranken, Bayern und wird vom Main durchflossen. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuschauen, hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben unter diesem Video freuen. Gerne auch einen Kommentar, gerne mit Kritik, ebenfalls unter diesem Video. Was mich auch natürlich sehr freut, ist ein Abonnement. So, dann starten wir rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Bevölkerungsdichte beträgt 1.449 Einwohner je Quadratmeter. Der Bürgermeister ist Christian Schuchardt, Bundesland Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, die Höhe 177 Meter über NHN. Die Fläche ist 87,6 Quadratkilometer. Die Einwohnerzahl vom 31. Dezember 2021 126.933. Die Postleitzahl ist 97070-97084. Die Vorwahl ist 0931. Das Kfz-Kennzeichen WÜ. Der Gemeindeschlüssel ist 09663000. Die Stadtgliederung ist 13. Stadtbezirke. Nun gehen wir weiter. Würzburg ist ein wichtiger Nah- und Fernverkehrsknotenpunkt. Mit 11 Gleisen steht dieser so seit 1950, der Hauptbahnhof. Hier halten wichtige Nahverkehrszüge, so zum Beispiel der E54, der Frankfurt und Bamberg verbindet und benötigt nach Frankfurt 2 Stunden 20 und nach Bamberg 1 Stunde. Der E10 über Neustadt an der Aisch nach Nürnberg benötigt 1 Stunde. Der E8 nach Stuttgart benötigt 2 Stunden. Der E8 nach München über Ansbach und Treuchtlingen und Augsburg benötigt 4 Stunden. Der E7 nach Erfurt über Grimmental benötigt 2 Stunden 30. ICE-Verbindungen nach ganz Deutschland bestehen. Andere Anfahrtsmöglichkeiten, Ausfahrtmöglichkeiten mit dem Auto zur A3, A7 und A81 befinden sich in der Nähe. Die Würzburger Residenz ist ein barocker Schlossbau am Rande der Innenstadt von Würzburg, der 1720 begonnen wurde und bis 1744 vollendet war. Die Innenausstattung der in der Schönborn-Zeit unter der Regie von Balthasar Neumann entstandenen Residenz wurde im Jahr 1781 fertiggestellt. Die Residenz zählt als Weltkulturerbe. Die Festung Marienberg ist eine einmalige Befestigung und ein einmaliges fürstbischöfliches Schloss, auf dem auch Frauenberg genannten Marienberg, 100 Meter oberhalb des Mains in Würzburg in Unterfranken. Der St. Kilians-Dom zu Würzburg oder Dom St. Kilian ist eine römisch-katholische Kirche in Würzburg, die seit 1967 dem heiligen Kilian gewidmet ist. Der Dom ist die Bischofskirche des Bistums Würzburg. Mit seiner Doppelturmfassade und einer Gesamtlänge von 105 Metern ist er das viertgrößte romanische Kirchgebäude Deutschlands und ein Hauptwerk deutscher Baukunst zu Zeiten der Seilischen Kaiser. Wichtige Info noch hier an der Stelle. Würzburg ist sehr katholisch. Es gibt zum Beispiel nur eine einzige Kirche, die evangelisch ist. Und der restliche Großteil ist katholisch. Die alte Marienbrücke ist die älteste Brücke über den Main in Würzburg und ein Wahrzeichen der Stadt. Das im 15. Jahrhundert begonnene Bauwerk war bis 1886 Würzburgs einziger Flussübergang. Heute besitzt Würzburg 7 Brücken. In der Nähe starten auch diverse weitere Schiffe, so zum Beispiel der Ausflugsdampfer nach Pfalzürchheim. Die Würzburger Altstadt ist mit 18.628 Einwohnern nach dem Frauenland der bevölkerungsreichste Stadtbezirk Würzburgs. Die Altstadt liegt
umgeben vom Würzburger Ringpark. Sie bildet den Mittelpunkt. Die Altstadt mit der Innenstadt ist eher langgezogen und startet am Hauptbahnhof. Hier kann man also perfekt starten. Durch die Innenstadt zieht sich auch die Straßenbahn. Hier Strabas genannt, mit allen Linien. Hier gibt es vereinzelt Ausnahmen und Abzweigungen. Des Weiteren ist die WVV für Würzburg sehr wichtig, da sie das Zentrum mit allen wichtigen Stadtvierteln verbindet. Eine Verlängerung zur Uni ist in Planung. Sie zieht sich an der Juliuspromenade, dem innerstädtischen Knotenpunkt, vorbei mit Busbahnhof. Weiter geht es dann über den Dom und zum Rathaus. Hier geht dann noch die Stammstrecke ein Stück weiter, allerdings nicht mehr direkt in der Innenstadt. Genau. Wir sind schon wieder am Ende von diesem Video. In 2 Wochen am Freitag geht es wieder los. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Vergesst mich nicht zu abonnieren, meinen Kommentar zu schreiben und mich zu liken. Das wäre mir sehr wichtig. Ich bedanke mich für alle, die mich supporten. Ich bin damit raus. Macht's gut und tschüss. Hat's euch gefallen? Wie gesagt, Meinung unten in die Kommentare.